Heute starte ich in Vent zu einer kombinierten E-Bike- und Bergsteigertour. Ziel ist die Besteigung der 3457 Meter hohen Kreuzspitze. Auf einem gut fahrbaren Weg geht es Richtung Martin-Busch-Hütte. Die Zufahrt zur Martin-Busch-Hütte macht schon mal richtig Spaß. Herrliche Aussicht, ein schön zu fahrender Weg. Der perfekte Start zu einer Bergtour. Nach knapp einer Stunde habe ich mit dem E-Bike die Martin-Busch-Hütte erreicht. Von hier beginnt der Aufstieg zu Fuß. So langsam gewinne ich Höhe über der Martin-Busch-Hütte und bestaune die Gletscherriesen, die ringsumher stehen. Ja, ach, die Schafe fühlen sich wohl hier oben. Herrliches Wetter haben wir heute. Sonne scheint, ist aber recht kühl. Aber der dicke Pelz, den die Schafe drauf haben, schützt sie vor jeder Witterung. Ich habe jetzt eine Höhe von 2900 Metern erreicht und vorbei geht es an einem malerischen Schmelzwassersee. Direkt vor mir erhebt sich jetzt mein heutiges Gipfelziel. Der 3457 Meter hohe Kreuzkugel. Auch der Blick zurück ist fantastisch. Vorbei geht es an den Resten der verfallenen Brizzi-Hütte. Vor mir der Seikogel. Und hinter mir der 3600 Meter hohe Similaun. Wunderschön vergletschert. Da muss ich jetzt hinauf durch diesen Schotterhang. Ersten Schneekontakt hatte ich bereits, aber insgesamt liegt bereits sehr wenig Schnee, was einen guten weiteren Aufstieg verspricht. So, jetzt wird es etwas mehr Schnee, aber dadurch, dass es heute auch recht kalt ist, ist der Schnee schön hart und lässt sich gut laufen. So, jetzt habe ich den Grat erreicht. Über den geht es jetzt zum Gipfel. Der ist etwas schneebedeckt. Mal schauen, ob ich die Steigeisen anlegen muss. Einen wunderschönen Rundumblick habe ich hier vom Grat. Hinab ins Tal, hinüber zur Talleitspitze und auch weiter hinten die Wildspitze. Und da steht es vor mir. Das Gipfelkreuz der Kreuzspitze. Ein paar Schritte noch und dann habe ich das Ziel erreicht. So, Gipfelziel erreicht und die fantastische Rundschau von hier oben genießen. Da drüben der Similaun, da im Hintergrund Finalspitze, das davor Hauslappkogel und noch weiter vorne Seikogel. Über den Grat nach vorn sieht man die Talleitspitze. Drüben das dunkle Ohr ist der Ramulkogel. Daneben kommt der Spiegelkogel. Weiter hinten Schalfkogel. Und da sind wir wieder fast rum. Hintere Schwärze. Und wieder Similaun. So, jetzt bin ich wieder im Abstieg. Mittlerweile ist es richtig kalt geworden. Zeit, dass ich jetzt runterkomme. Mit mir im Abstieg noch drei weitere Bergsteiger, die gehen sich gerade durch den Schnee. So, jetzt habe ich noch zwei weitere Bergsteiger, die ebenfalls im Abstieg sind, erreicht. Wunderbar, auch der Ausblick wieder. Wunderschöne Berge. Jetzt hat es sich ziemlich schnell zugezogen. Ja, schon bedrohliche Wolken, die über den Grat ziehen. Gegenüber der Similaun, nochmal wunderschön angestrahlt von den letzten Sonnenstrahlen, bevor auch der Similaun unter den Wolken verschwindet. Jetzt bin ich gleich wieder zurück an der Martin-Busch-Hütte und dann erwartet mich die wilde Abfahrt mit meinem E-Bike bis nach Vent. Und los geht's!
Die Abfahrt nach Wendt. Das ist schon ein Genuss, diese Abfahrt. Ah, jetzt sind wir mal kurz in einem flacheren Stück. Da kann ich ja mal kurz die Kamera wieder in die Hand nehmen. Jetzt bin ich zurück in Wendt. Das war heute wirklich eine sehr lohnende, kombinierte Berg- und E-Bike-Tour. So, jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt wird wieder alles eingepackt und die Reise ist zu Ende.